Im Namen des gnädigen, gütigen, barmherzigen Gottes, von Mohammed, dem Gesandten Gottes, an Heraklios, den Herrscher von Byzanz. Heil sei dem, der der rechten Weisung folgt. Vernehmet den göttlichen Ruf, denn ich bin der Gesandte Gottes für alle Menschen. Nehmet den Glauben des Islam zu eurer eigenen Errettung an. Er spricht von einem neuen Propheten in Arabien. Gleicht er mit seiner Botschaft nicht Johannes dem Täufer, als er mit dem Ruf tut Buße vor Herodes trat? Al-Mukokis, Patriarch von Alexandrien. Am Kisra, den Kaiser der Perser. Mohammed ruft euch zur göttlichen Botschaft des Islam. Nehmet den Islam zu eurer eigenen Errettung an, zum Heil eurer Seele. Du kommst aus der Wüste, ein stinkender Ziegenhirt, um dem Herrscher von Persien vorzuschreiben, wen er anbeten soll. Von Mohammed, dem Gesandten Gottes? Wer gab ihm die Befugnis dazu? Gott sandte Mohammed den Menschen zur Erlösung. Sei uns gegrüßt, Amr. Es gibt wohl keine Bitte, die wir dir nicht erfüllen würden. Löwe von Juda, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Du hast unsere Freundschaft. Beginne dort. Einige uns entlaufene Sklaven sind vor kurzem in dein Königreich entkommen. Wir geben sie zurück, wie ihr ohne Zweifel unsere Sklaven zurückgeben würdet. Es sind unter ihnen aber auch ein paar freie Männer, Aufrührer. Aufrührer? Mhm. Unruhen in Arabien. Warum habe ich davon nichts erfahren? Sie lehnen sich auf gegen ihre alte Religion. War von Anbeginn an nicht jede neue Religion ein Aufruhr? Die Leiber der Sklaven sind von dieser Welt und unserer Macht unterworfen. Aber da Jesus Christus der Hirte der Menschheit ist, sind die Seelen der Menschen seine Schafe. Hier handelt es sich um Araber, die den Glauben ihrer Väter verraten haben. Sie folgen einem Wahnsinnigen und verehren ihn als Gottes Propheten. Aber ich kann Seelen nicht in Ketten legen, ohne sie vorher anzuhören. Steifer Nacken bringt sie an den Galgen. Verneigt ihr euch nicht vor eurem Propheten? Mohammed ist ein Mensch. Wir knien nur vor Gott. Wo hat Mohammed Wunder getan, Jafar? Wäre er ein Prophet, erhellte er den Himmel mit Wundern. In der Tat, das ist wahr. Gott verleiht seinen Propheten die Kraft, Wunder zu tun, auf dass wir sie erkennen. Das Wunder Mohammeds ist der heilige Koran. Ein Buch von einem Unkundigen des Schreibens aufgeschrieben, von Gott eingegeben. Ich glaube, der Kaiser hat genug gehört. Ich denke an Pfingsten, als Gott den Jüngern Jesu erschien mit Zungen zerteilt wie von Feuer, sodass sie in vielen Sprachen predigten, die sie zuvor nicht beherrschten. Aber solche Wunder geschehen nicht mehr in unseren Tagen. Ich habe genug gehört. Ihr überzeugt mich nicht. Ja.
Als wir in Mekka Unrecht erlitten, sagte Mohammed, wir sollten nach Abyssinien gehen, in das Land des gerechten Herrschers, wo niemandem Unrecht geschieht. Was Sie Verfolgung nennen, ist verdiente Strafe gewesen. Ihr Ungehorsam... Warum hat er euch zu mir geschickt? Weil auch du an die Schrift des allmächtigen Gottes glaubst, wie wir es tun. Er schickte uns hierher, auf dass Gott uns beschütze in deinem Herzen. Mit ihnen reden ist wie Wasser aus einer Fata Morgana schöpfen. Aber sie haben mir jetzt die Pflicht auferlegt, sie anzuhören, mein Freund. Ich höre. Viele Jahre huldigten wir Göttern aus Holz und Stein, Bildnisse, die wir selbst geschaffen hatten. Wir lebten in der Unkenntnis Gottes. Es gab für uns nur wenige von Menschen geschaffene Gesetze, doch keine göttlichen. Die Reichen missachten die Armen. Das natürliche Erbarmen des Menschen, indem er seinem Bruder aufhilft, wenn dieser gefallen ist, gilt jenen als Umsturz und Bedrohung der irdischen Ordnung. Und dieser Unmenschlichkeit hat sich nun ein Mann widersetzt, den Gott uns erwählt hat. Das ist unser unerschütterlicher Glaube. Du redest wie ein Besessener. Ich bitte dich, beruhige dich. Ich spreche von dem Gesandten Gottes. Mohammed lehrt uns, einen Gott zu verehren, die Wahrheit zu sagen, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, Milde und Nachsicht zu üben. Selbst ein Lächeln kann schon Milde und Nachsicht sein. Frauen vor Gewalt und Missbrauch zu schützen und den Weisen Obdach zu gewähren. Er lehrt uns, uns abzuwenden von den Göttern aus Holz und Stein. Ich kann nicht schweigen zu dieser abscheulichen Lästerung. Wir ehren und wahren die Bräuche unserer Vorfahren, unserer Götter. Holz und Stein zu nennen, heißt unwissend von ihnen sprechen. Nicht Holz oder Stein, nicht die Form beten wir an, sondern wir huldigen dem Geist in dieser Form. Ich gebe zu, dass Abgötterei nicht immer voll verstanden wird. Danke. Und was er eben über die Frauen gesagt hat. Gott schuf die Frau als die natürliche Gefährtin des Mannes. Sie ist anders, aber gleichwertig. Gleichwertig? Wir kaufen sie, ernähren und kleiden sie, benutzen sie, lassen sie fallen. Frauen sollen uns gleichwertig sein? Gott schafft den Menschen aus Mann und Frau. Amr, du musst in allen Frauen den Leib achten, der dich zur Welt gebracht hat. Warum sind sie so stumm, deine 300 Götter? Und sein einziger Gott ist so beredt. Gott hat schon früher zu uns gesprochen. Durch Abraham, Noah, Moses und Jesus Christus. Warum sollten wir darüber verwundert sein, dass Gott jetzt zu uns durch Mohammed spricht? Wer lehrte dich diese Namen? Diese Namen stehen im Koran. Ich kannte Mohammed schon, da war er noch ein Waisenkind und hütete Schafe. Und wir kannten Christus als Zimmermann. Was Christus sagt und was euer Mohammed sagt, gleich zwei Strahlen von derselben Lampe. Sie lügen dich an. Sie verleugnen Christus, ihr betet drei Götter an, sagen sie, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was ist eure Meinung von Christus? Gott kann keinen Sohn haben, sagen sie, Christus ist nicht Gottes Sohn. Sprich nur von Christus. Wir sagen von Christus, was unser Prophet uns gelehrt hat, dass Gott seinen Heiligen Geist in den Schoß einer Jungfrau sandte. Sie hieß Maria und empfing Christus, den Verkünder Gottes. Den Verkünder sagt er, nicht den Sohn, nicht den Sohn. Was sagt euer Wunder, euer Koran, über die Geburt unseres lieben Herrn Jesus Christus? Darf ich die Worte berichten? Komm näher zu mir. Im Namen Gottes, des Allmächtigen, Allbarmherzigen. Und gedenke in der Schrift auch der Geschichte Marias. Als sie sich von ihrer Familie zurückzog nach einem Ort gen Osten, da sandten wir unseren Engel Gabriel, der zu ihr sagte, ich bin von deinem Herrn gesandt, dir die Geburt eines heiligen Sohnes zu verkünden. Sie erwiderte, wie soll ich Maria einen Sohn bekommen, da mich kein Mann berührt hat? Und Gabriel antwortete, es wird dennoch so sein, denn der Herr spricht, es wird geschehen. Wir machen ihn zu einem Zeichen für die Menschen. Und er sei ein Beweis unserer Barmherzigkeit.
So ist die Sache beschlossen. Der Unterschied zwischen uns und euch ist eine hauchdünne Linie. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wie wir eben schon gesehen haben, dieser Christ, der dort angesprochen wurde, das war der König von Äthiopien gewesen, Najashi, in der Zeit des Propheten, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Najashi, er war bereit gewesen, nachdem der Bote zu ihm gekommen ist, in späterer Zeit, nachdem die Wahrheit zu ihm gekommen ist und er sie genau betrachtet hat, anzunehmen, denn er ist Muslim geworden. Aber viele Leute heutzutage und auch viele andere Leute zur damaligen Zeit waren nicht bereit und sind nicht bereit, der Wahrheit zu folgen, wenn sie zu ihm kommt. Woran liegt das? Woran liegt es beispielsweise, dass der König von Persien diese Sache zerrissen hat und sagt, meinst du, ich lass mir von so einem Ziegenhirten wie dir etwas erzählen, von einem arabischen Ziegenhirten? Und so sehen wir heutzutage genauso einige Leute reden. Sie wissen nichts von Islam, außer was sie in irgendwelchen Fernsehsendungen gesehen haben oder außer was sie in dem streng unislamischen Muslim, türkischen oder marokkanischen oder egal aus welchem Land er kommt, somalischen Muslim gesehen haben, der sich also streng nicht an die Regeln hält des Islam, schon viele schlechte Sachen macht. Und sie wollen gar nicht hören von Islam. Und selber, wenn man sie fragt, was ist die Wahrheit, sie wissen nicht, was die Wahrheit ist. Die meisten Leute hier, sie nehmen einfach die Religion an, die ihre Eltern angenommen haben und wollen dieser Sache blind folgen und denken, ich vertraue schon meinen Eltern, das wird mich schon ins Paradies bringen. Und der so denkt, der hat sich getäuscht. Denn wie wir schon gesehen haben, ist der Islam die einzige Religion, die Allah annimmt am jüngsten Tag. Ich rede von mir, für mich persönlich war es am Anfang erstmal eine schmerzhafte Erfahrung als Christ, zu sehen, dass diese Religion nicht vollkommen ist, sondern dass es in dieser Religion Widersprüche gibt und Fehler gibt. Es war für mich selber schmerzhaft. Nur was muss man daraus machen? Ein Schmerz, der soll dazu führen, dass man sich verbessert. Zum Beispiel, wenn ich einen Schmerz in der Hand habe, weil ich mich verletzt habe, was hilft mir das? Das hilft mir, dass ich danach mit dieser Hand nicht so viele Sachen anpacke und diese Hand wieder heilen kann. Also wenn es bei mir einen Schmerz verursacht, dass ich sehe, dass etwas in meinem Glaubenssystem, beziehungsweise jetzt im Christentum, etwas nicht richtig ist, dann muss ich weiter suchen und versuchen, die Wahrheit zu finden. Nicht nur einfach sagen, ja, ich bin so geboren, okay, und so sterbe ich auch, das war's. Nein, die meisten Leute, ich frage sie, fragen sie sich selber in ihrem Herzen. Seien sie dazu bereit, der Wahrheit zu folgen. Seien sie dazu bereit, wirklich die Wahrheit objektiv zu betrachten. Verbinden Sie sich nicht, halten Sie nicht aus Ihren emotionalen Gefühlen an etwas fest, was Sie nicht verstehen. Ich frage Sie, was ist die Erbsünde? Glauben Sie wirklich, oder fangen wir noch anders an, was ist die Trinitätslehre? Glauben Sie an die Trinitätslehre? Glauben Sie, dass es drei göttliche Personen gibt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, und dass diese drei aber zusammen ein Gott sind, nach athanasianischem Glaubensbekenntnis? Von einem Mann, der im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Diese Sache von der Trinität, diese Doktrin, diese Glaubenslehre wurde erst festgelegt im Jahre 324 nach Christus auf dem Nizäischen Konzil. Glauben Sie daran? Glauben Sie, dass Jesus Gott ist und laut Lukas 26, Vers 39 fällt Jesus zu Boden und betet zu Gott und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, Jesus ist von Gott eine getrennte Person. Und Jesus ist nicht Gott, weil sonst wäre sein Gott, wenn Jesus wesensgleich wäre mit Gott, wäre sein Wille ja auch der Wille des Vaters. In dem Sinne, biblischen Sinne. Und dann hätte das Gebet keinen Sinn.
Wenn wir sagen, die sind wesensgleich, alle drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind gleich mächtig, gleich wissend, gleich und so weiter, dann muss Jesus allwissend sein und der Vater und der Heilige Geist. Okay, in Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32, dort steht, dass Jesus nach dem jüngsten Tag gefragt wird. Und er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel und er weist nur auf den allmächtigen Gott hin, dass er das weiß, wann der jüngste Tag ist. Wenn ich Sie frage, ist Jesus nun allwissend? Ist Jesus nun allmächtig? Und Jesus sagt selber, dass er nicht allwissend ist. Denn Jesus weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Also entweder war Jesus nicht allwissend oder Jesus lügt Sie an. Lügt Jesus? Jesus a.s. ist einer der gewaltigsten und ehrenhaftesten Gesandten des allmächtigen Gottes. Er lügt nicht. Er sagt, er weiß es nicht. Jetzt werden einige sagen, Jesus hat etwas durch seine Menschlichkeit von der Göttlichkeit abgegeben. Was heißt das? Heißt das, wir verpacken einen Gott in eine menschliche Kluft und danach ist Gott nicht mehr allmächtig? Dann war er auch vorher nicht allmächtig. Denn die Allmacht kann man mit nichts und niemand nur durch nichts erniedrigen. Ich kann nicht Steine werfen gegen die Allmacht und dann ist die Allmacht danach nur noch halbe Allmacht. Und außerdem, wenn es so wäre, dass Jesus durch seine Menschwerden, sein angebliches Menschwerden, was von der Göttlichkeit verloren hätte, was ist dann mit dem Heiligen Geist? Weil Jesus sagt hier, nur einer weiß, also der Gott im Himmel, also nur der allmächtige Gott weiß es. Also er meint, nur in der Bibel steht, nur der Vater im Himmel weiß es. Ja? Wörtlich gesagt. Natürlich, er sagt nur einer. Nur, das heißt kein anderer. Das heißt, was ist mit dem Heiligen Geist? Er ist ja kein Mensch geworden und hätte auch dementsprechend nichts von seiner Göttlichkeit abgegeben. Nun weiter. Was sagt Jesus in Markus 12, Vers 28, wenn ich richtig zitiere? Er wird gefragt, guter Meister. Von einem Mann kommt zu ihm und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ins Paradies zu kommen? Und er sagt, niemand ist, warum nennst du mich gut? Ich bin nicht gut, es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Also ist Jesus Gott? Warum glauben sie daran, obwohl sie es nicht verstehen und obwohl Jesus dagegen spricht? Weil sie, und ich möchte sie nicht damit bekämpfen, ich möchte sie damit nicht angreifen, ich möchte sie damit wecken, weil sie dieselbe Haltung haben wie diese Menschen, die aufgerufen worden sind, die gesagt haben, nein, meine Oma, mein Opa, die können doch nicht alle falsch gewesen sein. Meine Glaube, mein Christentum, mein dies, mein das. Und ich soll einem Hirten folgen, einem Araber? Sie haben dieselbe Haltung, denn sie verstehen auch nicht. Sie sagen nicht, sie sind rechtgeleitet. Glauben Sie, Jesus ist für ihre Sünden gestorben? Und in Hesekiel 18, Vers 21 steht, dass niemand die Sünden von einem anderen trägt. Und im ganzen Alten Testament wird niemals erwähnt, dass irgendjemand für die Sünden der Menschen stirbt, sondern es wird darauf verwiesen, dass man die Salvation, also das Heil bekommt dadurch durch seine Taten und den Glaube, so wie es der Islam bestätigt. Also bestätigt der Islam die alten Schriften und die Bibel widerspricht den ältesten Schriften. Und sind Sie bereit? Sagen Sie, okay, ich bin meiner Frau fremdgegangen, ich habe den ganzen Koks genommen, ich habe die Pfeife geraucht mit irgendwelchen Drogen drin und ich habe dies gemacht und habe den betrogen und habe das gemacht und was weiß ich, was wissen Sie alles, was Sie gemacht haben? Oder manche Leute, die sagen, ja, ich war immer ein guter Mensch. Aber vielleicht, das ist meistens ein Zeichen, dass das Herz schon ziemlich schwarz geworden ist, ja, wenn man sagt, ja, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Aber sagen wir mal, Sie wissen, was Sie am besten gemacht haben. Und Sie haben andere neben dem allmächtigen Gott angebetet und haben jetzt bei der Fußball-WM vom Fußballgott geredet, A'udhu Billah, und haben Horoskope gelesen, wo im Alten Testament, und zu Wahrsagern sind Sie gegangen, wo die ganz genau im Alten Testament steht, dass das eine Art von Götzenverehrung ist. Und was weiß, welche Glücksbringer Sie als Götzen verehren. Und Sie sagen, Sie sind gut. Und Sie sagen, kein Problem, ich lege meine Seele auf den Tisch und jemand anders ist für meine Sünden gestorben. Sagen Sie, sind Sie sich ganz sicher, es geht um ewiges Paradies oder ewige Hölle? Ewiges Paradies oder ewige Hölle? Sind Sie sich ganz sicher, dass irgendjemand anders für Ihre Sünden gestorben ist? Ich glaube nicht, dass Sie es sind. Und deswegen sage ich Ihnen, schauen Sie nach der Wahrheit. Zerreißen Sie den Zettel nicht.
und sagen, ich folge keinem Araber, ich folge nur meinem Opa, sondern schauen Sie nach der Wahrheit. Suchen Sie die Wahrheit. Und wenn ein Christ beispielsweise seine Religion, den Islam, annimmt, dann wechselt er im Prinzip nicht seine Religion. Warum? Weil zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wenn ich beispielsweise einen schönen Anzug habe und ich bin beispielsweise etwas dicker geworden, was mache ich dann mit dem Anzug? Nehme ich den Anzug und schmeiße den Anzug in den Müll? Nein, ich gehe zu einem Schneider und der wird den etwas weitermachen für mich an dieser Stelle und an dieser Stelle. Und genauso ist es mit einem Christen, der den Islam annimmt. Er wechselt nicht im Prinzip die Religion, sondern er macht einige Abstriche, zum Beispiel Glaube an Erbsünde und so weiter. Und er macht einige Hinzufügungen. Das heißt, Glaube an Mohammed, Glaube an den Koran und so weiter, diese Regeln. Das ist das. Also, aber ihre Liebe für Jesus, ihre Liebe für Maria, ihre Tugendhaftigkeit, ihre Ehrlichkeit, das, was sie durch ihren Glauben erworben haben, das sollen sie nicht wegschmeißen. Nein, das nehmen sie mit. Und aber das, was zu ihnen als Wahrheit gekommen ist, dem folgen sie weiter. Und das ist der Weg zum Heil. Wie gesagt, das soll kein Angriff sein, das soll einfach sein, um der Wahrheit zu folgen. Weil wir sind nicht irgendein Verein oder irgendeine Gruppierung oder irgendetwas, die versuchen, die Menschen zu verblöden und zu flachsen und für dumm zu verkaufen. Das fängt nämlich schon bei anderen Organisationen, fängt das nämlich schon im Kindesalter an, wenn einem erzählt wird, da kommt irgendein Mann und versteckt Geschenke unterm Baum. Ja, da fängt die Lüge schon an. Bei uns gibt es nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist manchmal bitter, aber der Weg zum Paradies ist zu schaffen. Und wenn Sie vielleicht das Hindernis haben, Ihre Vorfahren waren Christen, der Prophet Sassam sagte, keiner hört von mir, von Juden und Christen, von dieser Umma, von dieser Gemeinschaft, Umma und Dawa, die aufgerufen werden, und bestätigt seinen Glauben dann nicht in dem, womit ich gesandt worden bin, außer dass er zu denjenigen gehört, die ins Höllenfeuer gehen, und die Bedeutung davon ist für Ewigkeit. Aber was heißt von mir gehört? Heißt das, der hat den Namen Mohammed gehört, oder heißt das, er hat wirklich was von der Botschaft gehört? Das überlassen wir dem allmächtigen Gott. Allah sagt im Koran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَبْأَثَ رَسُولًا. Wir haben niemals bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und Allah sagt weiter, ich glaube Sure 4, Vers 115, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Und wer sich dem Propheten entgegensetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Und dann geht es weiter, der Vers, dass der dann in die Hölle gehen wird. Das heißt, vielleicht ihr Opa und so weiter, vielleicht haben sie diese Botschaft nicht bekommen. Aber sie müssen sich erstmal selber retten. Sie sind für sich selber abhängig. Und viele Menschen, sie haben sich von ihren Emotionen losgesagt. Sie haben mit logischem Menschenverstand die Botschaften betrachtet und haben den Islam angenommen, haben die Trinitätslehre verworfen, den Glauben an die Erbsünde verworfen und sind dem Islam gefolgt. Die Mehrheit der heutigen Muslime, die heute dem Islam folgen, was waren die früher? Welche Religion sind die gefolgt? Die meisten von ihnen, die Vorfahren von ihnen, waren früher, oder ein großer Teil, waren auch gottesfürchtige Juden und Christen gewesen. Warum betone ich das Wort gottesfürchtige? Weil dies Menschen waren, die Gott wollten. Sie wollten nicht irgendeiner Rasse angehören oder irgendeine Fahne schwenken von irgendeinem Verein oder einem Volk oder einem Land, sondern sie wollten Gott alleine, den allmächtigen Gott. Das heißt, wollen Sie auch den allmächtigen Gott? Oder sagen Sie, wenn ich Islam annehme, dann bin ich bei meinen Eltern unten durch. Sie müssen als allererst dem allmächtigen Gott dienen und nicht den allmächtigen Gott dienen, nicht irgendjemand anderen. Das ist Ihre erste Sache. Schauen Sie nach der Wahrheit. Viele Menschen sind dieser Sache gefolgt. Versuchen Sie, die Wahrheit zu erkennen. Und was ein Hindernis für viele Menschen ist, folgen Sie nicht Ihren Gelüsten. Viele Menschen denken, alles, was mit dem Islam, alles, was die richtige Religion ist, das muss in mein von Fernseh, Talkshows beeinflussten Weltbild hineinpassen. Dann sagt er beispielsweise,
ja, also im Islam ist dies verboten und das verboten und das verboten. Das gefällt mir nicht, also kann Islam nicht richtig sein. Aber nicht alles, was der allmächtige Gott für sie bestimmt hat, ist ihnen auf den ersten Blick eine Freude oder ein Genuss. Zum Beispiel, der allmächtige Gott hat Krankheiten erschaffen. Sind sie gerne krank? Von der menschlichen Natur ist man gerne gesund. Der allmächtige Gott hat den Tod erschaffen. Sterben sie gerne? Also viele Leute, die machen die verrücktesten Operationen mit, damit sie weiterleben. Es gibt heute Forschung, die wollen eine Unendlichkeitspille erforschen, damit der Mensch unendlich leben kann. Aber Gott hat den Tod erschaffen für sie bestimmt. Gott hat Erdbeben erschaffen. Wollen sie gerne in einem Erdbeben hineinkommen? Nein. Also warum wundert es sie, dass es vielleicht Gesetze gibt im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ihn auf den ersten Blick nicht in ihr verkorkstes Weltbild, von Talkshow verkorkstes Weltbild hineinpassen? Was ist, wie kommt man auf die Idee? Da sagt dann jemand, ja okay, ich muss 5 am Tag beten, da habe ich keine Lust zu. Ja, die Lust spielt hier keine Rolle, sondern es spielt hier die Rolle, was ist die Wahrheit. Sie können zum Beispiel auch nicht sagen zu Ihrem Chef, ja, der Chef sagt Ihnen beispielsweise, Sie müssen eine Krawatte tragen. Dann sagen Sie, nee, ich will keine Krawatte tragen, ich will in der Unterhose zur Arbeit kommen. Und dann müssen Sie sich da nicht wundern, wenn der Chef Sie rauswirft. Also ist die Wahrheit, hat der Chef gesagt, in diesem Sinne. Dann spielt es keine Rolle, was Ihre Gelüste sind. Das ist etwas, was viele Leute wirklich, was viele Leute abhält. Deswegen lesen Sie den Koran und lesen Sie den und sagen Sie, ist dies, was ich jetzt lese, ist das einfach nur etwas, was mir nicht gefällt? Oder ist das etwas, was bewiesenermaßen nicht von dem allmächtigen Gott kommen kann? Und ich garantiere Ihnen, Sie werden keinen einzigen Vers finden, wo Sie sagen werden, dies kann nicht vom allmächtigen Gott sein. Es sei denn, Sie haben ein Missverständnis und da sind wir gerne bereit, Sie aufzuklären über dieses Missverständnis. Und bitten, beten Sie zum allmächtigen Gott, heben Sie Ihre Hände zum Himmel, beten Sie nicht so oder so, denn so hat kein Prophet gebetet. Die Propheten haben entweder so gebetet oder mit dem Gesicht auf dem Boden und beten Sie zum allmächtigen Gott. Sagen Sie, o allmächtiger Gott, der du mich erschaffen hast. Ich sage nicht zu Ihnen, beten Sie zu Mohammed, weil Mohammed wird von uns nicht angebetet. Wir beten nur zum allmächtigen Gott, der mich und Sie und alles erschaffen hat. Beten Sie zum allmächtigen Gott, sagen Sie, o allmächtiger Gott, führe mich den wahren Weg. Und machen Sie dies mit einem reinen Herzen und Sie werden, inshallah, den wahren Weg finden. Subhanakallahumma bihamdik, shallu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.